Die Göttinger Universität war die erste, auf der es wirklich ernsthaft wieder losging, aber in einer vollkommen anderen Form, als es vorher an den Universitäten zu erleben war. Was hatten denn die Professoren während des Krieges und der Nazizeit gemacht? Das hat uns Studenten sehr interessiert. Wir waren ja praktisch alle Soldaten gewesen und mehr oder weniger heil von dort wiedergekommen. Gleichzeitig muss ich aber nun sagen, die Professoren, die wir angetroffen haben, waren ein unglaublicher geistiger Reichtum, mit dem wir auch wirklich anfangen konnten und an dem alle die Leute, die damals dort das Glück hatten, überhaupt zugelassen zu werden, mit Dankbarkeit zurückdenken. Das ist kein Zweifel. Also zum Beispiel gab es einen Historiker, der hieß Hermann Heimpel, dessen Hauptfach war das späte Mittelalter und die Zeit der Reformation später. Das hing ja nun nicht unmittelbar zusammen mit dem, was wir gerade alle erlebt hatten. Aber er war ein Mann, der uns beigebracht hat, auf der einen Seite die Geschichte zu lieben und zu lernen und auf der anderen Seite aus ihr zu lernen, was sich Schreckliches zugetragen hatte und nicht wiederholen darf. Es gab einen Professor, Franz Wiaker war sein Name, der pendelte immer hin und her zwischen Göttingen und Freiburg. Er hielt eine Vorlesung Privatrechtsgeschichte der Neuzeit. Das klingt so ein bisschen trocken. In Wirklichkeit war es eine große Kulturgeschichte im deutschen Sprachraum während der letzten 500 Jahre, die mir ganz und gar unvergessen geblieben sind. Immerhin habe ich in Göttingen noch eine der letzten Vorträge von Max Planck gehört. Der Name Max Planck, also meine Enkel wissen kaum noch, wer das ist. Sie wissen schon noch, wer Julius Caesar ist, aber es ist doch eine Verbindung zu einer Zeit in der Vergangenheit, die eben für uns damals so wichtig war. Die Max-Planck-Gesellschaft ist ja in Göttingen dann wieder erstanden. Und das hat natürlich doch auch den Namen von Göttingen geprägt. Und dann haben wir aber auch Leute gehabt, die sich ganz gut in unsere Situation hineindenken konnten. Also ich meine Professoren, die uns gesagt haben, auf der einen Seite suchen wir die Distanz zu allen Formen von organisierter Gesellschaft, wie das halt in der Nazi-Zeit war, oder genauer gesagt im Krieg vor allem war. Aber auf der anderen Seite riet er einem auch zu, sich deswegen nicht zu isolieren, sondern die Kontakte zusammen zu suchen. Und die Freunde, die ich für mein ganzes Leben erworben habe, stammen aus dieser Göttinger Zeit. Gewohnt habe ich lange als Untermieter bei meinem eigenen Bruder in der Nähe der Hörsäle von der Mathematik. Bunsenstraße hieß sie und heißt sie wahrscheinlich heute noch. Dort habe ich auch Werner Heisenberg kennengelernt. Und Heisenberg lernte meinen Bruder kennen und fragte ihn, was er denn vorhabe. Mein Bruder sagte, er wolle Philosophie betreiben. Und dann hat Heisenberg ihm gesagt, er müsste aber vorher was Anständiges lernen. Und auf diese Weise musste mein Bruder erstmal Physiker werden. Ich habe bei Heisenberg Tischtennis spielen gelernt.
Meinen Sie vielleicht, ich hätte bei der Physik gelernt? Davon ist gar keine Rede. Und dann habe ich ihm zugehört, wie er Klavier spielt. Er spielt wunderbar Klavier.